Im Studio bei uns begrüßen darf ich heute Birgit Rabowski. Sie ist die Leiterin des Bildungshauses in Wolfsburg. Ich interessiere mich dafür, was macht das Bildungshaus eigentlich und wie hat sich die Arbeit des Bildungshauses durch die Digitalisierung, aber auch durch Corona geändert und ändert sich vielleicht auch in Zukunft noch. Frau Rabowski, herzlich willkommen. Hallo Herr Raupach, ich freue mich, dass ich hier bin. Erstmal, meine Neugier geht dahin, das Bildungshaus. Was macht das eigentlich? Ja, das Bildungshaus ist eine Einrichtung der Stadt Wolfsburg, die 2016 gegründet wurde. Und unter dem Dach des Bildungshauses sind zusammengeführt die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und das Medienzentrum der Stadt Wolfsburg. So wird das zusammengeführt? Weil wir alle drei unterschiedliche Facetten von Bildungsangeboten und Bildungsarbeit machen im Bereich der nonformalen und informellen Bildung. Das heißt nicht der schulischen Bildung, die auf Abschlüsse hin orientiert oder der universitären Ausbildung, sondern im nonformalen und informellen Bereich, wo Menschen auf unterschiedlichem Wege sich Wissen aneignen können. Wenn ich auf die Webseite des Bildungshauses gehe, über die Stadt Wolfsburg, dann ist da, glaube ich, im ersten oder zweiten Satz irgendwas von einem optimierten Regiebetrieb steht da. Was heißt das? Ja, damit muss man sich eigentlich gar nicht so intensiv beschäftigen. Das ist ein Betrieb, der innerhalb der Kernverwaltung etwas freier arbeiten kann, weil wir unsere eigene kaufmännische Buchführung machen und in dem Zusammenhang Finanzentscheidungen stärker bei uns im Haus liegen, als es im Rest der Kernverwaltung möglich ist. Also letztendlich nur eine organisatorische Frage. Eine rein organisatorische Frage. Damit sollte man sich wirklich nicht viel beschäftigen. Der Begriff ist sehr sperrig und es gibt uns einfach nur einen bestimmten Gestaltungsspielraum, der wünschenswert war für uns, weil wir im Bildungszusammenhängen eben auch einen Gestaltungsspielraum brauchen natürlich. Die drei Bereiche, das Medienzentrum, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule unter einem Dach, welche Vorteile bringt das aus Ihrer Sicht? Wenn Sie sich mal überlegen, dass Zugang zu Bildung eigentlich bedeutet, dass man einerseits die Möglichkeit bekommt, Bildung vermittelt zu bekommen. Das ist ja so der klassische Unterrichtsbetrieb, mit dem auch die Volkshochschule verbunden ist. Dass man gleichzeitig aber auch Zugang braucht zu Information und Wissen, was die Bibliotheken ja sehr, sehr stark ermöglichen durch ihr mediales Angebot, was sie haben. Und es sind ja nicht nur Bücher, sondern es sind auch CDs, Filmchen und so weiter und so fort. Und so ähnlich das Medienzentrum, das sogar Technik zur Verfügung stellt, dann ergibt sich eigentlich, dass das organisch zusammengehört. Und wenn man mal überlegt, in den Universitäten zum Beispiel, ist es eigentlich selbstverständlich, dass die verschiedenen Fachbereiche nicht nur den Unterrichtsbetrieb, also die Lehre haben, sondern auch integriert immer ihre Bibliotheken dazu haben, wo man dann die Literatur findet für die Sachen, die man für die Lehre braucht, dann ist es eigentlich sehr, sehr deutlich, wie organisch sozusagen das zusammengehört. Und das ist der Gedanke, der sich dahinter verbindet. Im Grunde geht es darum, Lernräume zu schaffen, wo auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen sehr niedrigschwellig der Zugang geschaffen wird zu Information, Wissen und damit auch Bildung. Also mir ist der Gedanke, erstmal die drei Sachen zusammen unter einem Dach zu haben, der ist mir sehr plausibel. Aber ich weiß, in der öffentlichen Verwaltung ist das tatsächliche Zusammenführen von unterschiedlichen Aufgabenbereichen, das ist immer relativ schwierig. Wie funktioniert das konkret? Ist es konkret tatsächlich so, dass die drei Bereiche eng zusammenarbeiten, dass es da Austausch gibt und so? Oder ist da erstmal noch so, dass die sehr für sich denken auch? Ja, da sind wir im Grunde genommen erstmal wieder bei unserem optimierten Regiebetrieb. Das heißt, wir sind organisatorisch tatsächlich in einem Haus zusammengeführt in den Strukturen. Und ich leite diese drei Bereiche, die in Abteilungen organisiert sind. Und damit haben wir natürlich die Möglichkeit, uns intern über unsere Kommunikation und Arbeitsstrukturen sehr, sehr gut zu vernetzen und uns auszutauschen zur Arbeit. Das ist also unkompliziert. Deswegen ist es gut, dass wir auch in dieser Struktur organisiert worden sind. An anderen Stellen in der Bundesrepublik ist das anders gehandhabt worden und dann hat man wirklich ganz andere, schwierigere Wege der Zusammenarbeit, weil dann unterschiedliche Chefs da sind und dann muss man Kooperationsverträge schließen und so weiter und so fort. So können wir eigentlich relativ unkompliziert, weil wir ein Betrieb sind, nach innen hin die Ausgestaltung der inhaltlichen Arbeit vornehmen und organisieren und vor allen Dingen in Projekten umsetzen, weil natürlich sowohl die Volkshochschule wie die Bibliothek und auch das Medienzentrum eigene Logiken haben. Das ist ganz klar, aber wir können uns über Projekte sehr, sehr gut mit unseren jeweiligen Kompetenzen so vernetzen, dass der berühmte Mehrwert entstehen kann für die Menschen. Denken Sie da an ein konkretes Beispiel, wo das passiert, dass man in Projekten dann zusammenarbeitet? Also ich würde jetzt gerne einfach mal den Weltalphabetisierungstag aufgreifen, weil der jetzt gerade im September war und das ja eins unserer großen gesellschaftlichen Themen auch ist. Wie schaffen wir es eigentlich Menschen, die als sogenannte funktionale Analphabeten unterwegs sind, das heißt nicht sinnentnehmend lesen und schreiben, gelernt haben im schulischen System, weiter zu qualifizieren und ihnen zu ermöglichen, dass sie sich diese Kompetenzen aneignen können. Da führt die Volkshochschule ja schon seit den 1980er Jahren entsprechende Angebote
Angebote durch. Die Bibliotheken ergänzen das jetzt sehr, sehr stark, indem sie sogenannte Leseleinen aufhängen, wo Menschen ihre Leseorte vorstellen können. Das vernetzen wir mit unserem Kursangebot in der Volkshochschule und geben natürlich dadurch den Teilnehmern die Möglichkeit, sich auch noch mal anders zu zeigen nach außen und sich damit aber auch zu entwickeln. Oder die Bibliothek gründet einen Lea-Leseclub. Das heißt, die macht dann ganz niedrigschwellig ein Angebot, wo gemeinsam gelesen werden kann für Menschen, die nicht so kompetent sind im Lesen. Und das können wir sehr, sehr gut mit unserem Kursangebot vernetzen und sie quasi ihnen andere Angebote noch zusätzlich machen zu dem reinen Alphabetisierungsteil. Und das, finde ich, ist gelingend, weil wir damit darüber die Möglichkeit schaffen, auch ihnen wieder verschiedene Möglichkeiten zu geben, ihre Kompetenzen zu erweitern. Oder die Bibliothek hat ein Lernzentrum, wo sie die entsprechenden Software haben, die auch benötigt werden oder die unterstützend sein können. Es gibt eben eine Software, die heißt ichwilllernen.de über den Deutschen Volkshochschulverband, wo selbstgesteuert eben Menschen, die ihre Lesekompetenzen vertiefen wollen, das tun können. Und die verweisen wir dann auf das Lernzentrum in der Bibliothek. Da sind ausgebildete LernbegleiterInnen, die dann entsprechend auch unterstützen können, sodass wir auch die Kombination von wirklich gesteuertem Lernen im Unterrichtsbetrieb parallel zu selbstgesteuerten Lernprozessen organisieren können für die Menschen. Und das können wir durch das enge Zusammenspiel unserer beiden Bereiche. Da entnehme ich aber schon auch draus, dass man tatsächlich was lernt. Dazu gehört auch ein Stück weit Eigeninitiative. Ja, ja. Also es ist nicht einfach so, man geht dahin, macht mich mal schlau ins Bildungshaus, sondern Bildungshaus unterstützt dabei, aber im Wesentlichen kommt es darauf an, was man selber möchte. Ja, genau. Letztlich kann ich nur lernen, wenn ich lernen will, und das findet ja sozusagen in mir selbst statt. Wenn ich optimale Rahmenbedingungen bekomme für meinen Lernprozess, der auch Rücksicht nimmt auf die Art und Weise, wie ich lerne, dann kann das gelingen, aber ich habe meinen eigenen Anteil dabei, und für uns ist es wichtig, eben genau diese Unterstützungsprozesse und Angebote zu kreieren, damit das Lernen stattfinden kann. Ob ein Mensch am Ende tatsächlich lernt, liegt nicht an den Angeboten, sondern wie nehme ich es an, ist es für mich geeignet und kann ich es dann umsetzen. Bei Lernangeboten ist ja so ein typisches, fast schon Paradox, wenn man ein gutes Angebot macht, das gut auch funktioniert, dann kommen die Kunden nie wieder, weil dann haben sie ja das erreicht, was sie erreichen wollten. Sie wollen sicherlich, dass die Leute, die bei Ihnen gute Erfahrungen machen, auch wiederkommen. Natürlich. Ich meine, es sind ja unterschiedliche Prozesse, die wir haben. Es geht uns ja nicht darum, dass wir sie unendlich als Kunden haben, aber wenn sie in einem Teilbereich ein attraktives Angebot hatten und gesagt haben, das hat mir jetzt weitergeholfen oder da habe ich das mitgenommen, was ich haben wollte, meinen Bedarf sozusagen gedeckt, dann gucke ich vielleicht auch nochmal nach einem anderen Angebot, was da ist, und mache in anderen Teilbereichen weiter. Von daher gesehen sind wir, dadurch, dass wir auch sehr breit aufgestellt sind mit unseren Bildungsangeboten von der politischen Bildung hin über die kulturelle Bildung, Gesundheitsbildung, Sprachen, Fremdsprachen, Deutsch als Fremdsprache, den ganzen Bereich berufliche Bildung plus dann noch den zweiten Bildungsweg mit Grundbildung und Schulabschlusskursen, ja auch sehr breit aufgestellt und haben ein wirklich vielfältiges, buntes Angebot, was, glaube ich, für viele im Laufe ihres Lebens immer wieder attraktiv ist, weil wir ja im Laufe unserer eigenen Biografie auch sehr unterschiedliche Bildungsbedarfe haben und entwickeln. Was sind denn die Menschen, was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen, die Ihre Angebote wahrnehmen? Das ist wirklich das ganze Spektrum. Also zu uns kommen Kinder und Jugendliche. Im Moment sind zum Beispiel Angebote, die wir machen für Kinder und Jugendliche im EDV-Bereich total attraktiv, weil sie ja durch das Homeschooling im Frühjahr gemerkt haben, dass sie digital durchaus sich weiterentwickeln können. Das heißt, wir machen Tastschreiben am PC oder kleine Programmierangebote für Kinder und Jugendliche. Wir machen natürlich im ganzen Bereich Schulabschlusskurse, das ganze Spektrum, dass man den Hauptschulabschluss nachholen kann oder auch einen Realschulabschluss nachholen kann bei uns. Dann haben wir im Bereich kreative Bildung Menschen aller Altersgruppen, die malen wollen, die nähen wollen. Nähen ist im Moment, diese Do-it-yourself-Bewegung ist im Moment also hochattraktiv, und entsprechend machen wir da auch Angebote. Bis hin, dass zurzeit eben auch im EDV-Bereich gerade unsere Angebote für ältere Menschen sehr gut wahrgenommen und angenommen werden, weil auch da die Lockdown-Situation im Frühjahr dazu geführt hat, dass ältere Menschen, die bislang vielleicht eher vorbehalten und sagten, ich muss mich gar nicht so sehr um diese Digitalisierung unserer Gesellschaft und darum bemühen, dass ich da mithalten kann, jetzt gemerkt haben, wie wichtig es doch ist, an der Stelle auch ein Smartphone zu haben, bedienen zu können oder sich insgesamt auszukennen, um in Kommunikation bleiben zu können.
kann mir vorstellen, dass nicht nur junge Menschen sich sagen, wozu brauche ich eigentlich eine Volkshochschule oder wozu brauche ich eigentlich eine Stadtbibliothek? Ich habe doch alles online. Also wenn ich wissen muss, wie irgendwas geht, ein Tutorial brauche oder jemand, der mir das Gitarrespielen beibringt oder so, dann finde ich da Online-Videos, die mir das erklären. Ja. Ich finde Do-it-yourself-Anleitungen, ich finde alle möglichen Sachen und Bücher oder sagen wir mal irgendwelche Informationswerke finde ich auch online. Das heißt, wozu brauche ich da eigentlich noch das Bildungshaus? So könnte man das sehen. Das ist auch etwas, womit wir uns intensiv auseinandergesetzt haben. Aber wir haben schon vor Corona die Erfahrung gemacht, dass es häufig nicht ausreicht. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir lernen eben auch als soziale Wesen im Austausch, in der Auseinandersetzung und auch eben in der Gruppe. Das erleichtert uns das Lernen sehr, aber wir brauchen auch sozusagen Sparringpartner oder eben Unterstützung. Ich möchte mal ein Beispiel aus einem anderen Kontext nennen. Das ist, wir haben ein umfangreiches Angebot an Japanischkursen bei uns in der Volkshochschule und natürlich hat die Bibliothek entsprechend auch die Literatur dazu. Ich selbst habe auch mal einen Japanischkurs besucht und war ganz erstaunt, dass ich viele junge Leute in diesem Kurs angetroffen habe, die sagten, ich habe alles versucht. Ich habe es über Apps versucht, ich habe es über Softwareprogramme versucht, mir Japanisch anzueignen. Ich lese Mangas, ich gucke relativ viel auf YouTube, aber es hat Mangas nicht... Mangas sind, glaube ich, japanische Comics, ja, oder? Ja, Mangas genau. sind japanische Comics, ganz genau. Aber ich brauche jetzt eher systematisch und strukturiert einen Kurs, um mir systematisch und strukturiert die Kenntnisse anzueignen. Das heißt, es hängt auch davon ab, was ich lernen will. Und wenn ich eine Sprache lernen will, dann muss ich wirklich systematisch Strukturen und Vokabular mir aneignen. Das fällt sehr, sehr schwer, das sozusagen rein selbstgesteuert über diese im Internet zu machen. So. Und das ist eine Erfahrung, die wir jetzt im Zusammenhang mit Corona auch gemacht haben. Wir haben relativ schnell sowohl in der Bibliothek wie in der Volkshochschule auf digital umgestellt. Das heißt, die Bibliothek hat ihre Onleihe, das ist die Möglichkeit, Bücher digital auszuleihen, E-Books, ganz genau, E-Books auszuleihen, hochgefahren. Die Volkshochschule hat relativ viele Angebote sozusagen umgestellt auf die VHS-Cloud, die wir schon seit eineinhalb Jahren haben. Und trotzdem das war ist es... So ein Bild. Vielleicht muss man das kurz noch erklären. Entschuldigung, ja. Ja, was ist das? VHS-Cloud ist sozusagen eine Plattform, in der Unterrichtsinhalte eingestellt werden können und über die sozusagen digital gelehrt und gelernt werden kann. Also da können Materialien eingestellt werden und da können auch Videos gemacht werden, sodass man sozusagen im virtuellen Klassenzimmer unterwegs ist. Und da kann auch jemand, der in Salzgitter wohnt, meinetwegen auch die Angebote der Volkshochschule Wolfsburg von zu Hause dann ganz, auch ganz wahrnehmen. Genau. Das kann man von zu Hause, klickt man sich da rein und dann kann man das wahrnehmen. Die Angebote haben wir gemacht und wir haben festgestellt, als wir wieder hochfahren konnten, wie froh Menschen waren, dass sie wieder zurück konnten ins Analoge, weil einfach dieses physische Zusammenkommen, sich auszutauschen, auch zu sehen, dass andere vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich bestimmte Dinge anzueignen, dass es sehr hilfreich ist und dass das sozusagen das Analoge und das Digitale jeweils ihren Platz und ihren Raum brauchen und wichtig sind. Das ist eine Erfahrung, die wir gesammelt haben oder gemacht haben, worauf wir jetzt natürlich auch reagieren werden in der weiteren Entwicklung. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich jetzt für meinen Beruf und ich bin lernerfahren, relativ schnell mir Wissen aneignen muss. Das kann ich sicherlich digital zügiger machen, weil ich auf niemanden angewiesen bin und das in meinem Tempo machen kann. In anderen Kontexten, wie zum Beispiel beim Spracherwerb, ist es sicherlich auch wichtig, dass wir analoge Räume anbieten und ich sozusagen in einem systematischen, strukturierten und begleiteten Prozess unterwegs bin. Okay, Sie haben jetzt schon mehrfach angesprochen, Sie sind durch Corona jetzt sehr viel schneller digital geworden, auch mit der VHS-Cloud, mit eigenen Angeboten, die Sie online machen, mit der Onleihe von E-Books. Ich vermute, dass die Sachen sowieso schon irgendwie in Planung waren, also dass Ihre Digitalisierungsstrategie schon auch in diese Richtung ging, dass diese Angebote kommen. Wie sehr wurde das durch Corona beschleunigt? Corona hat wirklich totale Geschwindigkeit draufgelegt, weil wir ja von einem Moment auf den anderen nach dem Lockdown gezwungen waren, uns zu überlegen, wie machen wir jetzt weiter? Was machen wir mit unseren Kunden und Kundinnen, die weiterhin Medien benötigen, aus Sicht der Bibliothek? Und was machen wir mit den Kunden und Kundinnen, die Kurse angefangen hatten, die wir ja erstmal unterbrechen mussten? Was können wir ihnen anbieten? Und da haben wir im Grunde genommen das Glück gehabt im Vergleich zu den Schulen, dass wir schon relativ weit waren, dass wir diese
diese Plattform, diese VHS Cloud schon hatten und dass wir auch schon Schulungen für unsere Lehrenden gemacht haben. Also wir haben nicht bei Null angefangen. Aber was wir dann gemacht haben, ist so ein totaler Beschleuniger gewesen, dass wir sehr intensiv in den Prozess eingestiegen sind, zu sagen, so, jetzt müssen wir relativ schnell das, was wir angefangen haben, überprüfen daraufhin, ob wir es digital fortführen können, ja oder nein, das mit unseren Kunden kommunizieren und dann eben entsprechend umsetzen. Für die Bibliothek war es sozusagen eine Umschichtung des Etats, dass sie gesagt haben, wir stecken jetzt Etat in die Onleihe, die hatten das ja auch schon lange, und erhöhen das Angebot an der Stelle, damit die Kunden und Kundinnen zumindest digital die E-Books sich ausleihen können und das zur Verfügung haben. Da gehört ja auch Musik dazu oder auch Filme dazu. Aber da waren relativ schnell Entscheidungen nötig und das konnten wir relativ schnell umsetzen, auch weil wir eine Infrastruktur schon hatten, mit der wir dann aber im anderen Tempo sozusagen weitergemacht haben. Das ist nicht für alle Bereiche gelungen, also so Gesundheitsbildung, das ging nicht so schnell, weil wir da ja durchaus auch Filmchen drehen mussten und das macht sich nicht einfach mal so schnipp. Aber im Grunde genommen hat es da an der Stelle eine Beschleunigung von Prozessen erreicht, die wir vorher schon angefangen hatten und über die wir durchaus auch dankbar waren, dass wir sie jetzt in so einem ganz anderen Tempo fortführen konnten. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, die Leute sagen, nach den ersten Corona-Lockerungen schön, dass wir uns auch wieder treffen können und so. Ja. Viele Leute wertschätzen jetzt auch wieder die Angebote vor Ort, dadurch in einer ganz neuen Weise. Ja. Man könnte jetzt befürchten, dass dadurch vielleicht die ganzen Fortschritte im Zuge von Digitalisierung in Ihrem Haus auch ein bisschen zurückgedreht werden. Die Leute kommen wieder fort und wir sagen uns, ach naja, das mit der Cloud und das mit der Online, das war ja ganz nett, aber lass uns mal wieder auf die alte Art arbeiten. Das ist erstaunlicherweise nicht so. Also das ist auch etwas, was wir nicht befürworten würden, sondern wir versuchen schon zu gewichten, wo ist es sinnvoll, digital zu arbeiten und wo brauchen wir einfach auch die analoge Form oder wo machen wir eben auch Blended Learning Formate, das heißt ein Format, wo wir das Präsenzlernen verbinden mit digitalen Einheiten, was glaube ich für viele ganz interessant ist, dass man aber immer mal wieder zu Präsenzformen zusammenkommt. Wir haben aber Lehrende zum Beispiel, die sagen im EDV-Bereich, ich gehe nicht mehr zurück ins Analoge, das brauche ich gar nicht, bei den Inhalten, die ich vermittle, kann ich das sehr, sehr gut weiter digital machen und da gehen die Leute dann auch gerne mit. Also das hängt sozusagen auch davon ab, in welchen Inhalten ich mich bewege und wie die Lehrenden auch damit umgehen. Das heißt, das ist sehr differenziert und das finde ich schön, weil nur so kann es eigentlich, ist es richtig, dass man das differenziert betrachtet und nicht eine Lösung über alles drüber legt. Im Kreativbereich zum Beispiel, also Stricken lernen im Internet, ist glaube ich begrenzt. Es gibt solche und solche es Meinungen. Es gibt solche dazu. Und solche Meinungen, ja, genau. Das Bildungshaus ist eine städtische Einrichtung. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da am Anfang, als Sie in Corona-Zeiten sehr schnell dann auch digitale Angebote machen wollten und sich auch digitaler organisieren mussten, wahrscheinlich auch mit Homeoffice und so weiter, dass da auch einige Leute unterwegs waren, die Bedenken angemeldet haben. Wie ist das mit Datenschutz und habt ihr an das gedacht und dies und jenes gedacht? Nehmen Sie mich da ein bisschen mit, wie ist das bei Ihnen im Haus gelaufen? Also das Thema Datenschutz begleitet uns ja die ganze Zeit, auch bei allem, was wir machen. Und dadurch, dass wir auch vorher schon digitale Angebote platziert hatten, hatten wir uns damit schon auseinandergesetzt. Also das war für uns tatsächlich an der Stelle kein wirklich schwieriger Teil. Ich bin neidisch. Schwieriger war eher, dass wir eine Infrastruktur zur Verfügung stellen mussten für Lehrende, die eben auch zu Hause die Infrastruktur nicht hatten. Wir haben so ein kleines Studio aufgebaut in einem unserer Unterrichtsräume, die ja an der Stelle jetzt zur Verfügung standen, wo unsere Lehrenden dann reingehen konnten und dann eben ihren Unterricht digital machen konnten. Aber die anderen rechtlichen Fragestellungen drumherum waren für uns im Grunde genommen vorher schon geklärt, sodass wir an der Stelle keine große zusätzliche Arbeit hatten. Das muss ich tatsächlich sagen. Darüber bin ich auch froh, weil das ist natürlich ein hochkomplexes und schwieriges Thema. Was waren denn die großen Probleme, die großen Herausforderungen, die Ihnen echt Kopfzerbrechen bereitet hatten, als die Corona-Lockdown-Shutdown-Situation losging? Also was für uns das größte Problem war, war die Unberechenbarkeit des weiteren Geschehens. Also wir konnten ja im Grunde genommen nur noch auf Sicht fahren. Wir haben die Verordnungen gehabt vom Land Niedersachsen, die dann in städtische Verordnungen umgesetzt wurden. Und wir haben sozusagen am Anfang in 14-Tages-Rhythmen gelebt, weil ja alle 14 Tage neue Verordnungen kamen. Und was wir nicht wussten, ist, wie sich sozusagen perspektivisch das Jahr gestalten würde.
Da wir aber als Volkshochschule, das betrifft die Volkshochschule sehr, sehr stark, die Bibliothek weniger, als Volkshochschule in Halbjahresrhythmen denken, arbeiten und umsetzen, Programme veröffentlichen, war es extrem schwierig zu sagen, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem zweiten Halbjahr? Wie planen wir das zweite Halbjahr, was im Sommer normalerweise in einem Halbjahresprogramm hätte erscheinen müssen? Wie machen wir das? Und deswegen haben wir dann an der Stelle gesagt, wir können es eigentlich nicht wissen. Wir müssen jetzt ganz agil und flexibel unterwegs sein und planen entsprechend agil und flexibel und haben unsere ganze Öffentlichkeitsarbeit verändert. Wir sind weggegangen von diesem, man kann ja auch sagen, sehr starren Publikationsrhythmus. Alle halbe Jahr erscheint ein neues Programmheft, zeigt ein halbes Jahr, man kann die Kurse buchen, man besucht die Kurse und dann geht es wieder weiter. Sondern wir sagen, wir planen jetzt kontinuierlich. Wir richten uns auch danach, was wir raumressourcentechnisch zur Verfügung haben. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir vor dem Hintergrund der Hygienemaßnahmen tatsächlich auch sehr viel weniger Teilnehmer in einem Unterrichtsraum unterrichten können, damit wir die Abstände einhalten können, die notwendig sind, um die Sicherheit der Kunden, aber auch der Mitarbeitenden und der Lehrenden zu garantieren. Entsprechend mussten wir uns darauf einstellen, dass wir, wenn wir Kurse wieder anbieten, was wir dann ja ab Juni dann tatsächlich auch schon konnten, vielleicht mehr Nachfragen hatten als Angebot, aber weniger Räume zur Verfügung hatten. Das heißt, wir haben insgesamt unsere Planung total flexibel darauf eingestellt, dass wir nicht wissen, was im halben Jahr ist, sondern dass wir ungefähr wissen, was in den nächsten 2-3 Monaten geht. Und entsprechend haben wir uns dann in unserer Öffentlichkeitsarbeit aufgestellt, dass wir sehr, sehr stark übers Internet unsere Kurse jetzt bewerben und zeigen. Zwar immer noch ein kleines Printmedium, ein kleines Magazin herausbringen, wo wir die nächsten 3 Monate zeigen und gleichzeitig kontinuierlich planen und das ins Internet stellen und jetzt so um 3-Monats-Rhythmus daraus eben auch über ein Magazin, das in einem Printmedium an die Öffentlichkeit bringen. Das ist sehr herausfordernd gewesen. Also diese Planungsunsicherheit, die wir hatten und die wir ja eigentlich jetzt zurzeit immer noch haben. Ich glaube, man würde sich was vormachen, wenn man denkt, es ist vorbei. Jetzt steigen ja auch gerade die Infektionszahlen wieder deutlich. Führte dazu, dass wir uns in unserem gesamten Planungsverhalten und im Umgang sozusagen mit dem Angebot anders aufgestellt haben. Die Bibliothek passt sich dann an. In unserem Programm haben wir auch immer die Angebote der Bibliothek gezeigt. Das sind ja dann die, vor allem die Lesungen, die sie über die Bibliotheksgesellschaft auch abbilden, die jetzt auch wieder möglich sind. Die können wir dann in den Terminen immer zeigen, wie sie geplant sind. Aber ansonsten ist die Bibliothek mit ihrem Angebot ja sehr stark im Bibliotheksraum unterwegs und nicht so strukturiert und geplant wie in der Volkshochschule, sodass die sich da gut anpassen konnte. Aber für die Volkshochschule ist das an der Stelle tatsächlich eine große Herausforderung. Für alle Volkshochschulen in der ganzen Republik. Das heißt, in vielen Bereichen, da fahren Sie jetzt eben auch auf Sicht, machen die Angebote eher kurzfristiger, flexibler als früher vielleicht noch. Gibt es auch Bereiche, wo das einfach nicht möglich ist, wo man nicht so kurzfristig planen kann? Ja, wir haben Angebotssegmente bei uns in der Volkshochschule, wie zum Beispiel den Integrationskursbereich, der über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, das ist, glaube ich, für viele auch ein bekannter Begriff, finanziert werden, wo wir große Gruppen von Teilnehmenden haben. Wir haben ungefähr 20 Teilnehmenden pro Kurs, die jetzt so in der Menge nicht mehr in unsere Unterrichtsräume passen, die aber auch langfristig bei uns unterwegs sind, also über Monate sozusagen in einem Kursgeschehen sind, um ihre Abschlüsse zu machen. Da ist es schon ein großes Problem angesichts der Zahlen. Da sind über 200 Teilnehmer am Tag im Haus bei uns, die so jetzt beschulen zu können, dass sie ihre Bildungsziele erreichen können, damit auch der Integrationsprozess sich sozusagen nicht verzögert. Das ist also schwierig. Und da auch Vorgaben des BAMF bestehen zur Beschulung, also wie groß die Unterrichtsräume sein müssen, wie viele Teilnehmer pro Kurs wir unterrichten müssen bzw. sollen, damit das Ganze auch wirtschaftlich ist, ist das schon sehr aufwendig gewesen, dafür Lösungen zu finden, dass die Menschen weiterhin ihre Kurse besuchen können und ihre Abschlüsse machen können, um dann sozusagen auch ins Berufsleben einsteigen zu können. Was haben Sie, wie haben Sie das konkret gemacht? Also Gott sei Dank hat sich das BAMF an der Stelle auch bewegt und hat erlaubt, dass wir Gruppen teilen können und dass wir sozusagen in 2 Unterrichtsräumen parallel unterrichten können, sodass wir an der Stelle die Möglichkeit hatten, die angefangenen Kurse fortzusetzen. Und für die neuen Kurse haben wir die Möglichkeit, sie entweder online umzusetzen oder auch größere Räume in Anspruch zu nehmen, die wir mittlerweile auch von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Jetzt haben Sie es gerade selber schon erwähnt, die Infektionszahlen, Corona-Infektionszahlen, ja, die steigen gerade wieder in Deutschland an. Es ist immer wieder im Gespräch, dass bestimmte Einschränkungen wieder nötig sind, um die Ausbreitung zu vermeiden. Ich vermute mal, Sie sind jetzt ein Stück besser darauf vorbereitet. Aber an welcher Stelle, welche Art von Einschränkungen könnten Sie, mit welcher Art von Einschränkungen könnten Sie nicht weiter sinnvoll arbeiten? Also was für uns extrem schwierig wäre, wenn der ganze Unterrichtsbetrieb sozusagen wieder eingestellt werden müsste. Also wenn wir wieder einen Lockdown bekommen würden, der sagen würde, es kann jetzt kein Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden, weil das Infektionsrisiko in den Gebäuden im Winter, wo man ja auch nur begrenzt lüften kann, es gibt ja andere gesundheitliche Aspekte auch noch, die zu berücksichtigen sind. Wenn es also dazu kommen würde, wäre das für uns schon ein großes Problem. Trotz VHS-Cloud und Online-Angeboten? Ja, weil wir haben nicht mehr als 50% als Online-Angebote. Wir haben immer noch einen großen Teil, der analog stattfindet. Okay, dann würde mich interessieren, Sie als Leiterin, wie sehr fürchten Sie sich, einzig bezogen auf das Bildungshaus, vor neuen Beschränkungen? Wie groß sind da Ihre Sorgen als Leiterin des Hauses? Also ich fürchte mich tatsächlich nicht, weil wir auf einem guten Weg sind. Wir haben unsere Hygienemaßnahmen sehr sorgfältig ausgearbeitet, das Hygienekonzept gemacht. Wir haben auch berücksichtigt, wie viele Teilnehmende pro Gebäude sozusagen tragbar sind, damit das Infektionsrisiko gering bleibt, dadurch, dass wir die Mindestabstände einhalten können. Ich hätte auch keine Scheu davor, an irgendeinem Punkt zu sagen, dann ist es eben auch notwendig, im Unterricht Masken zu tragen, was ja in den Schulen auch passiert. Und ich habe insgesamt den Eindruck, dass jetzt versucht wird, ein moderater Weg gesucht wird, dass es eben keinen kompletten Lockdown mehr gibt, sondern dass es eben die Möglichkeit gibt, die Angebote weiterhin in dem Rahmen, der möglich ist, umzusetzen. Und wir haben bei unseren Kunden und Kundinnen gemerkt, dass die da auch sehr mitgehen und dankbar sind, dass überhaupt etwas stattfinden kann und sie wieder an der Stelle auch ein Stück Normalität wieder leben können. Wir haben jetzt auf die Volkshochschule sehr stark geschaut, ja, auch auf die Stadtbibliothek. Der dritte Bereich, das Medienzentrum. Was hat das Medienzentrum in Corona-Zeiten gemacht und anders gemacht? Also das Medienzentrum konnte sich relativ wenig im pädagogischen Bereich ihre Angebote umsetzen, weil natürlich, als die Schulen geschlossen waren, auch die Zielgruppe, für die das Medienzentrum ja überwiegend unterwegs ist, auch gar nicht an Bord war. Sie haben allerdings auch Online-Möglichkeiten für die Medien, die in Schule gebraucht werden. Also darauf konnten die Lehrkräfte zurückgreifen. Jetzt, wo die Schulen wieder geöffnet haben, hat auch weiterhin noch keine Angebote für Schülerinnen und Schüler stattgefunden, wie sonst im Rahmen von Projektwochen, weil auch das in Schule nicht stattgefunden hat, sondern sie konnten sich jetzt eher konzeptionell noch damit auseinandersetzen, wie digitales Lehren und Lernen in Schule stattfinden kann und erweitert werden kann, weil sie da sehr, sehr eng mit der Schul-IT zusammenarbeiten, mit ihrer medienpädagogischen Kompetenz, um da die Prozesse für Schule zu unterstützen. Und da lag der Schwerpunkt der Arbeit tatsächlich jetzt auch in den letzten Monaten. Wenn wir jetzt mal Corona außen vor lassen, so schwierig das auch ist natürlich. Digitalisierung, das ist ein strategisches Thema, wo Sie seit vielen Jahren dran sind als Bildungshaus. Sagen wir mal, was sind so die wesentlichsten Ziele, die Sie bei Ihrer Digitalisierungsstrategie verfolgen? Also es gibt eigentlich so zwei Stränge. Der eine Strang ist, das machen wir eigentlich schon seit es EDV gibt, seit die Computer Einzug nicht nur ins Büro gehalten haben, sondern auch in die Privathäuser gehalten haben, dass wir den Menschen Medienkompetenz vermitteln, also den Umgang mit den Geräten, Hardware, Software, wie funktioniert das, wie muss ich es anschließen, wie kann ich damit umgehen, was brauche ich da und da entsprechende Qualifizierung anbieten. Und das erweitert sich ja je nachdem, wie sich sozusagen auch das Spektrum der technischen Geräte erweitert. Irgendwann ist ein Smartphone dazugekommen, Tablets gibt es inzwischen und das wird sich ja kontinuierlich weiterentwickeln. Also das ist sozusagen der eine Teil. Das heißt Kompetenzvermittlung im Umgang mit der Technik, wie sie jetzt vorhanden ist und wie ich sie entweder im beruflichen Kontext brauche oder in meinem privaten Zusammenhang brauche. Ich würde da gerne einhaken. Ja. Wenn Sie da über Medienkompetenz reden, meint das tatsächlich nur, dass ich weiß, wie ein Smartphone funktioniert? Oder geht es auch, sagen wir mal, um Nutzungskompetenz? Also das auf welche inhaltlichen Fragen sollte ich achten? Welche Webseiten sollte ich vielleicht meiden? Ja. Oder woran erkenne ich, dass jemand mir was Böses will im Internet? Das ist sozusagen der zweite Strang, von dem ich sprach. Okay. Das ist sozusagen einerseits mündig zu sein, das einordnen zu können, was passiert da gesellschaftlich eigentlich, weil das ist ja auch wichtig.
Und das andere ist eben, das verstehen zu können. Also das, was Sie gerade gefragt haben, genau das wird vermittelt. Das wird aber in den Kursen mitvermittelt. Also wenn ich mich damit auseinandersetze, wie tickt mein Smartphone, dann werden diese Informationen mitvermittelt. Also das ist sozusagen integrativer Bestandteil unseres Curriculums an der Stelle, dass Menschen eben auch die Zusammenhänge kennenlernen, dass sie wissen, was passiert mit meinen Daten, dass sie eine Einschätzung haben, was mache ich denn, wenn ich meine Daten rausgebe, welche Gefahren verbergen sich dahinter. Aber umgekehrt versuchen wir auch sozusagen den spielerischen Teil, den positiven Teil, das ist ja nicht nur negativ, dass ich einfach weiß, wie bin ich sicher unterwegs im Netz, was könnte mit meinen Daten passieren, wie tickt das eigentlich überhaupt, was ist ein Algorithmus? Es hängt ja davon ab, wer programmiert, wie dann am Ende das dann sich auch ausgestaltet in der Umsetzung. Wir haben aber zum Beispiel auch im letzten Jahr mit dem Kunstmuseum zusammen einen virtuellen Rundgang durchs Kunstmuseum gemacht, wo das Kunstmuseum seine Bilder vorgestellt hat, sodass wir das quasi ins Netz stellen konnten und Menschen, die keine Möglichkeit haben, ins Kunstmuseum zu gehen, weil sie vielleicht auf irgendeinem beeinträchtigt sind, sich einfach mal ins Kunstmuseum begeben konnten und sich dann die Bilder angucken konnten und Erklärungen dazu bekommen haben. Das war total toll, weil man damit einfach auch nochmal einerseits vermitteln konnte, wie funktioniert das eigentlich für die Teilnehmer, die dieses Video gemacht haben mit unseren Dozenten zusammen und dem Kunstmuseum zusammen. Also Technikverständnis auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch diese absoluten Chancen, die da drin stecken, dass man digital unterwegs sein kann und Welten eröffnen können, zu denen man ansonsten keinen Zugang hätte. Das finde ich total spannend. Also von daher gesehen, das ganze Spektrum eigentlich vom Verständnis dessen, was passiert eigentlich, wenn Welt sich so digitalisiert und Gesellschaft sie so digitalisiert, wie sie sich digitalisiert, was muss ich auch wissen, um mich da mündig verhalten zu können, aber auf der anderen Seite mir auch Chancen eröffnen zu können, die dadurch entstehen, anders nochmal ganz anders kreativ werden zu können und den Teil eben auch kennenzulernen und zu nutzen, ist einfach fantastisch. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, diese Kreativität, Leute, die eben die entsprechenden Kompetenzen haben, die werden das unterschreiben. Im gesellschaftlichen Diskurs stehen aber die Risiken und Nebenwirkungen, wie man in der Pharmazie sagen würde, doch derzeit sehr im Vordergrund. Mich würde interessieren, inwiefern Sie das als ein Thema für das Bildungshaus und speziell wahrscheinlich dann eben auch für die Volkshochschule wahrnehmen. Wie gehe ich als Nutzerin, als Nutzer verantwortungsvoll mit Medien um? Wie passe ich auf, dass mir da nichts Schlimmes passiert, blöd gesagt? Also für die Volkshochschule kann ich an der Stelle sagen, dass wir das sehr, sehr wichtig finden, diese Angebote zu machen. Da bei uns aber das Prinzip der Freiwilligkeit herrscht, müssen wir das tatsächlich auch quasi integrieren in andere Kursangebote, damit Leute das dann auch tatsächlich akzeptieren und annehmen. Also wenn ich das ausschreibe als einen Vortrag zum Thema Sicherheit, dann kommen bestimmt einige, aber es würden nicht die kommen, die es vielleicht auch nötig haben. Die Bibliothek hat an der Stelle aber durchaus auch eine ganz besondere Bedeutung, weil die Bibliothek als ein Schwerpunktthema tatsächlich die Vermittlung von Informations- und Medienrecherchekompetenz hat. Und gerade da über die Lernzentren, die wir in den vier Schulzentren haben in Wolfsburg, eine hohe Zahl an Schülerinnen und Schülern erreicht, denen sie diese Vermittlung gibt. Und da können sie sehr, sehr viel von diesen Fragestellungen und Themen mitvermitteln. Und das finde ich extrem wichtig. Und da hat auch das Medienzentrum eine ganz große Aufgabe, die zum Beispiel, wenn sie mit Schülergruppen arbeiten, in Schulen gehen, zum Thema Cybermobbing arbeiten. Also diese Themen aufgreifen können und dann quasi im schulischen Kontext in Projektwochen vermitteln können. Und da halte ich es für besonders wichtig, dass gerade die jungen Leute frühzeitig mit diesen Themen in Kontakt kommen, im schulischen Kontext sich damit auseinandersetzen können, weil das für das gesamte weitere Leben ja wichtig ist, weil die ja ganz anders auch in diese digitale Welt und mit den sozialen Medien aufwachsen, als das in meiner Generation zum Beispiel der Fall war. Es gab vor ein paar Wochen eine Studie, die deutschlandweit untersucht hat, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen, wie deren Suchkompetenz, also wie finde ich die richtigen Nachrichten, wie finde ich seriöse Nachrichten über wichtige Themen online. Und die Studie hat letztendlich gezeigt, dass Lehrerinnen und Lehrer grundsätzlich nicht sehr gut darin sind. Die können nicht sehr gut unterscheiden, was sind vertrauenswürdige Quellen, was nicht. Sie haben die Studie sicherlich auch gesehen. Was Sie mir gerade erzählen, das klingt so ein bisschen so, als müssten Sie jetzt Lückenbüßerin sein.
Und die Sachen an Schulen, in dem Fall mit diesen Angeboten, auch ein Stück weit aufholen, die eigentlich wahrscheinlich die Schulen selber leisten sollten, aber das eben nicht können. Ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, wir sind kein Lückenbüßer. Wir sind ja sozusagen als Einrichtung, die für lebenslanges Lernen steht, immer für die Themen da und bieten die auch an. Und natürlich ist ein Teil unseres Auftrags auch, das an die Fachkräfte zu richten, unser Angebot, die an der Stelle sich weiter qualifizieren wollen. Ich würde sagen, die Schulen sind einfach noch nicht so weit. Das ist etwas, was sie jetzt in den nächsten Jahren sich aneignen werden. Die Lehrerausbildung ist noch nicht so weit. Soweit ich informiert bin, ist es kein Bestandteil im Studium, sich mit diesem ganzen Thema digitale Medien, digitales Lehren und Lernen auseinanderzusetzen. Da müsste es im Grunde genommen anfangen, und zwar quer durch alle Fachgebiete. Wir gehen mit dem Medienzentrum schon zu den Referendaren und machen da medienpädagogische Anteile. Also da ist zum Beispiel schon eine Verzahnung erfolgt, dass zumindest die Referendare jetzt mit dem Thema in Kontakt kommen über unsere Kooperation mit dem Medienzentrum. Von da gesehen haben die Schulen da einfach noch Entwicklungsschritte zu tun, weil sie einfach auch insgesamt noch in ihren Rahmenbedingungen noch nicht so aufgestellt sind, dass es für sie ein Thema ist, was in Schule selbstverständlich vorkommt. Da wird sicherlich jetzt durch Corona auch noch mal eine Entwicklungsbeschleunigung stattfinden, in Klammern müssen, weil das eigentlich auf Dauer nicht geht, dass Schulen das Thema komplett ausschließen und nicht, wie auch immer geartet, in ihrem Curriculum integriert ist. Aber das wird meiner Meinung nach in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall integraler Bestandteil von Curricula in Schule sein und Curriculum in Schule sein und damit auch für die Lehrkräfte sozusagen eine ganz andere Ausgangssituation erzeugt werden. Wir werden uns Ende 2030 wieder hier treffen und dann schauen, ob das der Fall mal ist. Mal sehen, ja. Ich kann Ihre Argumentation verstehen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das passieren wird. Wir werden sehen. Ich möchte ein bisschen allgemeiner noch mal reden über Bildung und Angebote des Bildungshauses. Grundsätzlich ist es Ihr Ziel als Bildungshaus, Menschen irgendwie zu erreichen, die freiwillig sich oder hoffentlich freiwillig sich in irgendwelchen Bereichen weiterbilden wollen. Das ist erstmal grundsätzlich richtig? Ja, das genau. Ist richtig. Das ist wie macht man sowas konkret? Also solange es freiwillig bleibt, ich meine, warum gehen Menschen zur Schule? Naja, es gibt eine Schulpflicht. Also Kinder, Jugendliche, es gibt eine Schulpflicht. Dann mache ich vielleicht noch irgendwas, um in meiner Karriere ein bisschen voranzukommen, wo ich konkret sehen kann, okay, der Kurs oder die Qualifikation hilft mir dabei. Diese freiwilligen Bildungsangebote, was ja so ein bisschen noch so eine humanistische Idee vielleicht ist aus der Aufklärung oder so, wie bringen Sie Menschen dazu, dass die freiwillig den Wert darin erkennen, was zu lernen, was nicht unmittelbar dazu führt, dass sie mehr Geld auf dem Konto haben oder so? Weil es mehr gibt im Leben eines jeden Menschen als eine berufliche Orientierung und eine schulische Ausbildung, sondern es gibt ja sozusagen einen großen Teil, wo es persönliche Interessen gibt, wo es Neigungen gibt, wo man in seiner schulischen Laufbahn nicht dazu gekommen ist, sich um bestimmte Themen zu kümmern, die einen interessiert haben, wo man im Laufe seines Lebens in Kontakt kommt auf einmal mit Themen und Wissensgebieten, wo man sagt, Mensch, das würde mich mal interessieren, wo man Lust hat, einfach mal was auszuprobieren und sich dann sagt, da ist die Volkshochschule eigentlich genau der Ort, an dem ich das unkompliziert niedrigschwellig, weil es eben auch bezahlbar ist, mal tun kann. Also der ganze Kreativbereich lebt ja sozusagen davon, dass ich Lust habe, mich irgendwie auch noch anders auszudrücken, außer im beruflichen Kontext. Was anderes noch in meinem Leben als Qualität sozusagen habe, Werte habe. Also die Do-It-Yourself-Bewegung ist eigentlich für mich so ein klassisches Beispiel dafür. Oder jetzt dieses Urban Gardening, was kommt, dass Menschen auf einmal ganz anderes Interesse daran entwickeln, sich damit auseinanderzusetzen, Pflanzen anzubauen, was zu ernten, lokal, gesund, bio und so weiter und so fort und sich auf einmal damit beschäftigen, wie mache ich denn das einfach? Wie mache ich das? Wie lege ich einen kleinen Garten an? Oder wie lerne ich zu nähen, damit ich mir meine Mode selber nähen kann. Ich reise gerne und komme in Kontakt mit einem Land, wo ich sage, das fasziniert mich total. Ich kann das für mich jetzt für Japan zum Beispiel sagen. Und dann mache ich mich auch auf den Weg und möchte Japanischkenntnisse mir aneignen, weil ich dann die Kultur besser verstehen kann. Also das ergibt sich sozusagen aus dem Alltagsleben von Menschen. Und ich finde schon sehr schwierig, dass sozusagen
bei den Erwachsenen sehr stark das Thema Weiterlernen fokussiert wird auf den Beruf und auf Qualifizierung, weil es so viel anderes gibt, was letztlich für den Beruf sich dann auch positiv erweist, weil ich auch Kompetenzen mir aneigne, die sich dann letztlich auch in Form von Schlüsselqualifikationen, Kompetenzen im Beruf bemerkbar machen. Aber der Beruf ist auch nicht alles, sondern es gibt ja sozusagen den ganzen Menschen ganzheitlich. Der will vielleicht sich körperlich nochmal anders betätigen und sagt, dann gehe ich mal in einen Yogakurs. Ich nehme jetzt mal Yoga, weil das ja auch so en vogue ist. Da tue ich was für mich, da kann ich entspannen, aber ich bin auch in einer Gruppe unterwegs, ich kann andere Leute kennenlernen. Das genau sind so die Anreize, die Volkshochschule bietet, dass ich einfach, wenn ich ein Thema für mich entdecke, einen Bedarf habe, sage, oh, da ist ein Angebot, da gehe ich mal hin, da bin ich mit Gleichgesinnten zusammen. Ich kann mir das mal angucken, ich schnupper mal rein, wenn es mir gefällt, mache ich weiter. Wenn nicht, höre ich wieder auf, aber ich bin auf jeden Fall bereichert. Das klingt für mich so ein bisschen so, Sie müssen immer so ein bisschen auf der Spur sein, was sind gerade die Zeitgeist-Themen, ja, ja, und müssen denen so ein bisschen hinterherrennen. Also auf den Punkt gebracht, eine Volkshochschule, die Yoga, Do-It-Yourself und Urban Gardening anbietet, das ist für mich nicht die alte Volkshochschule von 1950 oder so. Das klingt für mich ein bisschen anders. Ja, die alte Volkshochschule von 1950 hat Stenografiekenntnisse vermittelt. Die hat Schreibmaschinen, Tastschreiben angeboten. Die hat kaufmännische Buchführung angeboten. Sie hat aber auch Vorträge angeboten. Damals war das ja klassisch noch über Lehrkräfte, also Lehrer an Schulen, die das abends dann in der klassischen Abendform gemacht haben. Zu Literatur, zu Kunst, zu Musik. Das war ja das auch sehr... Sehr bildungsbürgerlich, ja, ganz genau. Heute ist das ein ganz anderes Spektrum. Es ist richtig, ich würde es nicht so negativ formulieren, wie Sie es gerade gemacht haben. War nicht so gemeint. Ja, es ist einfach, im Erwachsenenbildungsgesetz steht tatsächlich, die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen bestimmen das Bildungsangebot in der Erwachsenenbildung. Und genau das ist es, hinzugucken, wo sind jetzt gerade Themen, die wichtig sind. Klimawandel ist ein großes Thema. Das Thema Ernährung, also wir haben seit 2-3 Jahren in der Volkshochschule Bildungsurlaube zum Thema vegane Ernährung, weil Menschen sich damit auseinandersetzen wollen, ob das viele Fleisch auf dem Teller gesund ist oder nicht gesund ist und welche Alternativen es gibt. Natürlich sind wir da zeitgeistig unterwegs, aber es ist ja auch ein berechtigtes Interesse, wenn man sich mal überlegt, wie schnelllebig unsere Gesellschaft an der Stelle ist, wie schnell Themen kommen, die durchaus aber von grundlegender Relevanz sind, wenn man sich mal das Thema Klimawandel anguckt, dann ist es wichtig, da eben auch anzusetzen und entsprechende Angebote zu machen für die mehr wissen wollen. Und das ist ja der Grundgedanke des lebenslangen oder lebensbegleitenden Lernens, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich im Laufe meines Lebens Angebote zu bekommen für Dinge, die ich wissen will oder wissen muss, je nachdem. Das kann man ja, ist ja immer unterschiedlich motiviert. Mhm. Und deswegen finde ich ja die Einrichtung Erwachsene, finde ich die Volkshochschule einfach so klasse als Einrichtung, weil sie das ganze Spektrum bietet, aber natürlich diese Hardcore-Angebote wie zweiter Bildungsweg, das ist ja Hardcore oder Alphabetisierung, politische Bildung, das ist ja auch alles weiterhin Bestandteil. Aber es gibt ja sozusagen durch die gesellschaftliche Entwicklung andere Themen, die wir aufgreifen und wo wir die Angebote machen. Und dann hängt es davon ab, ob die angenommen werden, ja oder nein. Und so in Bereichen wie dem zweiten Bildungsweg würde ich zum Beispiel sagen, das ist nicht ausschließlich Freiwilligkeit, sondern da ist ja durchaus auch ein hoher Druck da. Genauso wie in den Integrationskursen auch, das ist ja auch kein echtes Prinzip von Freiwilligkeit, sondern Menschen müssen sozusagen B2-Abschluss nachweisen können in der deutschen Sprache, in der deutschen Sprache das Sprachniveau, wo man sich im Alltag gut verständigen kann, um überhaupt eine Chance haben, sich bei uns beruflich zu integrieren. Das heißt, das ist ja auch nicht durchgängig ein freiwilliges Prinzip, das bei uns an der Stelle herrscht. Trotzdem ist das Angebot immens wichtig, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu qualifizieren, beziehungsweise dann eben den Weg in die Integration zu schaffen. Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es so vielleicht 3 Arten von Kursen. Das eine sind, sage ich mal, welche zur gesellschaftlichen Teilhabe, also sowas wie Sprachkurse. Das zweite sind vielleicht welche, die mir bei meiner praktischen Lebensführung helfen, sowas wie Urban Gardening und so. Und das dritte sind vielleicht, mir fällt gerade kein guter Begriff dafür ein, sowas wie Literatur oder so, also wo es um schöngeistige oder höhere Bildung, ich habe keinen guten Begriff dafür. Schöngeistige Bildung, ja. Aber ja. Das ist auch nicht abwertend gemeint. Ja. Ist es erstmal eine richtige Wahrnehmung von mir, dass es so vielleicht diese 3 Bereiche gibt? Ja, die politische Bildung ist nochmal ein eigener Bereich, der mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil der ja auch inzwischen wieder einen deutlich höheren Stellenwert bekommen hat und enorm wichtig ist, aber das stimmt schon. Es gibt sozusagen, würde ich zustimmen.
Haben Sie den Eindruck, dass sich die Schwerpunktsetzung zwischen diesen drei Bereichen verändert hat? Dass sowas wie, also vielleicht waren die gesellschaftlichen Teilhabeangebote, die waren eben immer irgendwie wichtig, ja, aber dass diese praktische Lebensführung, wie kann ich meinen Alltag verschönern sozusagen, dass das gegenüber dem rein kognitiven Literatursachen, Sprachsachen und so, dass das da gegenüber zugenommen hat. Das ist ein Prozess gewesen, der sich, glaube ich, seit den 1980ern ergeben hat, dass der Teil größer geworden ist. In der Zeit ist auch die Gesundheitsbildung zum Beispiel an Volkshochschule entstanden. Das gab es früher, vorher nicht, sondern das ist wirklich erst seit den 1980ern entstanden. Gleichzeitig ist aber auch seit den 1980ern ein großer Schwerpunkt in der beruflichen Bildung entstanden, durch die damalige Arbeitsmarktpolitik. Das heißt, das hat sich deutlich erweitert, das Spektrum hat sich deutlich erweitert, zumal wir ja mittlerweile auch nicht mehr nur in dieser Abendform unterwegs sind, was ja die Anfänge von Volkshochschule und Erwachsenenbildung waren, wie ich ja eben schon sagte, da kamen eben die Lehrkräfte aus Schule und sind abends dann in die Volkshochschule gegangen und haben ihre Themen da unterrichtet, sondern wir inzwischen ja ein Ganztagsbetrieb geworden sind, wo wir eben dann auch tatsächlich Langzeitqualifizierung anbieten, und damit hat sich der Charakter der Einrichtung natürlich auch nochmal verändert, also das Spektrum einfach deutlich erweitert. Sie haben gerade Ganztagsbetrieb gesagt, das bringt mich zu meinem nächsten Thema, und zwar mich interessiert, wie wichtig ist es für Sie als Leiterin des Bildungshauses, wie viele Leute Ihre Angebote wahrnehmen, also einfach die Masse der Menschen. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium, weil wir ja davon leben, dass wir Angebote machen, die auch wahrgenommen werden, und wir natürlich auch darüber einen Teil unserer Arbeit finanzieren. Wir sind ja nicht in der Vollfinanzierung, sondern wir bekommen ja für durchgeführte Unterrichtsarbeit und Unterrichtsstunden dann eine entsprechende Finanzhilfe vom Land, beziehungsweise bestimmte Angebote müssen sich eben auch kostendeckend tragen, die wir machen, weil die jetzt nicht im Sinne der Gemeinwohlorientierung vom Land mitfinanziert werden. Von daher gesehen ist für uns natürlich schon wichtig, dass wir entsprechend auch die Resonanz auf unser Angebot bekommen. Ich gehe jetzt mal weg von dem Beispiel Volkshochschule, weil über die haben wir viel geredet, auch wenn das da sicherlich eine große Frage ist. Ich denke aber auch im Bibliotheksbereich, also bei der Stadtbibliothek, ist das eine ähnliche Frage. Sie haben ein begrenztes Budget als Bibliothek. Sie können nicht alle Bücher oder E-Books anschaffen. Das geht einfach nicht. Sie müssen irgendwie selektieren, was nehmen wir nicht. Und sage ich mal, wenn ich eine kommerzielle Bibliothek betreiben würde, da würde ich mich vielleicht in erster Linie fragen, okay, was zieht denn die meisten Leute an, und würde die Bücher reinstellen. Bei der Stadtbibliothek vermute ich, dass das nicht das einzige Kriterium ist. Das ist nicht das einzige Kriterium, sondern wir haben vor 2 Jahren ein Bibliothekskonzept entwickelt, genau vor diesem Hintergrund. Welche Ressourcen haben wir zur Verfügung? Was ist eigentlich der Auftrag der Bibliothek in der Stadt Wolfsburg? Wo wollen wir die Schwerpunkte setzen? Und wir haben ganz eindeutig den Schwerpunkt gesetzt bei Kindern und Jugendlichen, bei Leseförderung, bei Stärkung von Informations- und Recherchekompetenz, und entsprechend wird dann eben auch der Medienetat gesteuert, dass also die Ressourcen stärker in den Bereich Kinder und Jugendliche fließen und in die Unterstützungsarbeit, die sie ja auch machen durch Angebote, durch Leseförderangebote, Projekte, die sie machen. Der Bilderbuchsonntag ist Ihnen vielleicht ein Begriff, einmal im Jahr, wo auch das Thema Mehrsprachigkeit vorkommt, dass da sozusagen der Schwerpunkt liegt, wo die Ressourcen deutlich gewichtet werden, der andere Bereich nicht zu kurz kommt, weil er auch wichtig ist, aber da liegt eindeutig der Schwerpunkt, auch vor dem Hintergrund der Analysen, die wir haben, dass einfach eine Lesekompetenz wichtig ist und dass Bibliotheken großen Anteil daran haben, dass Lesekompetenz gestärkt werden kann. Deswegen haben wir ja auch, darüber bin ich auch sehr, sehr glücklich, da ist Wolfsburg eine der großen Ausnahmen, die Lernzentren in den Schulzentren, in Fallersleben, in Vorsfelde, in Westhagen eben auch, wo tatsächlich eine Bibliothek in den Schulzentren sich befindet und sehr intensiv mit den Schülerinnen und Schülern, auch den Lehrkräften in den Schulzentren zusammenarbeitet und Angebote machen kann. Weil das ist wirklich wirkungsvoll. Also das heißt wahrscheinlich jemand, der, sagen wir mal, sehr hohe bildungsbürgerliche Ansprüche hat, das ist jetzt nicht Ihre Hauptzielgruppe. Nein. Die Leute können gerne auch kommen, natürlich, jede Person kann kommen. Ja, aber diese Leute haben wahrscheinlich erstens auch die Möglichkeiten, auch in anderen Bibliotheken eine Mitgliedschaft zu erwerben oder einen Eintritt zu erwerben, und zweitens sich selber Bücher zu erwerben. Ich wollte gerade sagen, diese Gruppe ist eigentlich die, die es gewohnt ist, sich selbst sehr, sehr gut zu versorgen. Uns geht es sehr stark um die anderen, die den Zugang nicht haben. Für die wollen wir den niedrigschwelligen Zugang schaffen, damit sich die Welt für sie erschließen kann, sie sich die Welt erschließen können. Das ist unser Auftrag an der Stelle, sehr, sehr deutlich. Das?
Wie gut funktioniert das? In den Schulzentren funktioniert es wirklich gut, weil wir da mit den Lernzentren vor Ort sind. In den anderen, in der Zentrale, das Angebot der Kinder- und Jugendbibliothek wird wahrgenommen. Aber da ist es wirklich wichtig, immer wieder Angebote zu machen, damit wir genau auch die, ich sag mal, die Bildungsfernen erreichen können. Das ist Arbeit. Ich frage vor dem Hintergrund. Das ist kein Selbstläufer. Genau, ich frage vor dem Hintergrund. Das ist ja auch in Studien hinreichend nachgewiesen, dass gerade Menschen, die mit Bildung sehr wenig Kontakt haben, dass die auch wenig die Angebote wahrnehmen, die eigentlich für sie gedacht sind und die eigentlich eben auch sehr niedrigschwellig sein sollen. Ich vermute, dass Sie auch an dieser Stelle sozusagen strategisch versuchen, mehr Menschen zu erreichen. Was sind da die konkreten Ideen? Also es geht zum Beispiel über solche großen Veranstaltungen wie den Bilderbuchsonntag, der einfach attraktiv ist, dass man hingeht, da wird vorgelesen, da kommen dann auch, und dadurch, dass wir das mehrsprachig organisieren, kommen dann eben auch Familien mit Migrationshintergrund, die dann Kinderbücher in der Herkunftssprache vorgelesen bekommen. Also das ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang, den wir haben. Wir haben an einer ganz anderen Stelle eine Kollegin bei uns im Haus, die Sprachbildungskoordinatorin, die auf ganz unterschiedlichen Wegen versucht, Menschen zu erreichen. Einerseits über die Kitas, in denen sie dort in den Kitas altersintegrierte Sprachförderung für die Kita-Erzieherinnen organisiert, in dem Kontext aber auch Leseecken einrichtet und Lesetipps gibt für Eltern, das erarbeitet, eine Schnittstelle zu den Stadtteilmüttern entstanden ist, damit auch die diese Inhalte weitertragen können und in ihre Communities sozusagen transportieren können. Und dann funktioniert es natürlich sehr, sehr stark tatsächlich auch über die Lernzentren und über die Verbindung zu unseren Kursen in der Volkshochschule, was ich eben schon mal zum Thema Alphabetisierung ausgeführt hatte eingangs. Okay. Gibt es da so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art Kriterium, so eine Schwelle oder so, wo Sie sagen würden, wenn wir das nicht erreichen, dann haben wir einfach definitiv unseren Auftrag verfehlt? Nein, das gibt es nicht. Da haben wir an der Stelle keine Kennzahl, wo wir sagen, wenn wir die nicht erreicht haben, dann haben wir unseren Auftrag verfehlt. Das lässt sich unglaublich schwer bemessen. Wir sehen, wie viele Nutzer und Nutzerinnen wir haben, wie viele Angebote wir machen, wie die wahrgenommen werden und achten eben sehr darauf, dass wir für diese Zielgruppen gute Angebote platzieren, aber die sozusagen im Kontext mit anderen Akteuren, wie jetzt zum Beispiel den Schulen, weil nur da wir letztlich wirklich die Chance haben, die Kinder zu erreichen, bei denen der Bedarf hoch ist. Sie sind eine städtische Einrichtung als Bildungshaus Wolfsburg. Hat die Stadt genug Ahnung davon, was Sie tun müssen, um Ihre Ziele zu erreichen, und unterstützt Sie da genug? Also wir sind mit Frau Bothe, haben wir eine Dezernentin, die sich sehr, sehr intensiv darum kümmert und wir das Thema von daher gesehen auch intensiv in unseren politischen Zusammenhängen diskutieren können. Wir haben ja einen eigenen Bildungshausausschuss und in diesem Bildungshausausschuss werden diese Themen auch intensiv diskutiert. Als wir das Bibliothekskonzept zum Beispiel erarbeitet haben, war der Bildungshausausschuss integriert, die Politik war integriert. Da achten wir sehr darauf, dass wir sozusagen in der Kommunikation, also dass wir da gut in der Kommunikation sind, um die Themen nicht nur transportieren zu können, sondern auch diskutieren zu können, weil ja letztlich dann die Politik auch entscheidet, welche Weichen gestellt werden. Also da bin ich hier in Wolfsburg sehr zufrieden, weil wir wirklich in guten Diskursen unterwegs sind und mit unserer Dezernentin da auch jemanden haben, die sehr positiv, aktiv die Themen vertritt und entwickelt und kommuniziert. Ich will mal in dem Bild bleiben mit den Weichen stellen. Welche Weichen müssen Sie von der Politik stellen lassen in Wolfsburg und welche Weichen können Sie selbst stellen? Also die inhaltlichen Weichen können wir selbst stellen. Also die Schwerpunktthemen müssen dann am Ende natürlich von der Politik abgesegnet werden, wie beim Bibliothekskonzept. Aber wir sind ja die Fachleute. Wir wissen ja, wo die Themen sind, wie die Entwicklung sind, können Vorschläge machen, was entwickelt werden sollte, welche Schwerpunkte gesetzt werden sollten. Also das ist so, da haben wir einen Gestaltungsspielraum, der auch wichtig ist für uns. In den Rahmenbedingungen, in den Strukturen brauchen wir natürlich ganz eindeutig immer wieder die politische Entscheidung.
wir brauchen die Entscheidung, dass das Bibliothekskonzept so umgesetzt werden kann, dass wir den Schwerpunkt bei Kindern und Jugendlichen setzen können. Aber da wir im guten Diskurs sind, in der Kommunikation sind und bei der Erarbeitung Politik auch einbinden, ist das eher eine Frage eines gelingenden Prozesses. Und dann gibt es natürlich so andere, so formale Sachen, wie zum Beispiel die Nutzungsgebühren. Wir haben jetzt gerade im Zusammenhang mit den Haushaltsoptimierungsprozessen bei der Stadt vorgeschlagen, dass wir die Benutzungsgebühren in der Bibliothek anheben, gering anheben, aber dass wir von 15 Euro auf 20 Euro für einen Leseausweis gehen und dann noch differenziert. Pro Jahr, ganz genau. Mhm. Und das sind natürlich Entscheidungen, die dann am Ende die Politik auch trifft. Gibt es Stellen, wo Sie sagen, ja, in der Politik, da muss man irgendwie immer sehr dicke Bretter bohren, da geht es darum, möglichst viele Aspekte zu berücksichtigen. Gibt es da Stellen, wo Sie sagen, es wäre mir lieb, dass ich manche Entscheidungen selbst treffen könnte und nicht auf die Politik angewiesen wäre? Es gibt sicherlich immer mal Situationen, wo ich das denke, dass es schön wäre, jetzt für mich entscheiden zu können. Aber es ist ja schon gut, dass wir uns in diesem Rahmen bewegen. Und mir macht es deutlich, wenn ich an solchen Punkten bin, wo einfach auch noch Diskurse und Kommunikationsprozesse erforderlich sind. Und ich kann mir vorstellen, dass Ihre nächste Frage jetzt sein könnte, es geht Richtung Visionen. Ich halte es damit Helmut Schmidt für gut, Vision. Ja, genau, das teile ich ja nun überhaupt nicht. Sonst könnte ich, glaube ich, auch nicht in meinem Beruf tätig sein. Aber natürlich ist es so, wenn man langfristig sieht, dass Entwicklungen wichtig wären, dann kann ich nicht immer erwarten, dass es alle teilen, sondern dass man da sozusagen auch wirklich intensiv kommunizieren muss und sichtbar machen muss, worum geht es denn eigentlich. Weil Sie es gerade ins Gespräch gebracht haben, interessiert es mich aber trotzdem, wenn Sie über Ihre Vision reden, die Sie haben bezüglich der Volkshochschule, wo sollte die Volkshochschule in, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren stehen? Also die Vision bezieht sich bei mir jetzt gar nicht mehr allein auf die Volkshochschule, sondern tatsächlich auf den gesamten Bereich Bibliothek und Medienzentrum. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist tatsächlich, wie wichtig Lernräume sind. Und wir haben ein Konzept entwickelt fürs Bildungshaus, was eben nicht nur dieser Betrieb ist, sondern zudem eigentlich auch eine räumliche Gestaltung gehört, die Zusammenführung unserer verschiedenen Bereiche unter ein Dach, was uns im Grunde genommen ermöglicht, unsere inhaltlichen Angebote nochmal ganz anders zu platzieren und einen ganz anderen räumlichen Rahmen zu bieten, der sehr erheblich ist. Also das wird immer deutlicher, dass Aufenthaltsqualität unglaublich wichtig ist, dass Menschen in einer Stadt auch Räume brauchen, wo sie ohne konsumieren müssen, sich aufhalten können und interessante Angebote bekommen. Und das ist sozusagen der Grundgedanke unseres Bildungshauses ja auch, wie auch in anderen Städten, wo es ähnliche Modelle schon gibt. Von daher gesehen ist das für mich schon perspektivisch wünschenswert, dass sich da Wolfsburg weiter auf den Weg macht und für uns diese Lernräume im Bildungshaus schafft, also dass wir tatsächlich auch physisch sozusagen das bekommen, was wir im Moment inhaltlich über Projekte umsetzen. Das Bildungshaus. Ich frage mich gerade, ich erlebe, dass Leute sich unglaublich gerne an Stellen aufhalten, wo man konsumieren kann. Warum wollen Sie ausgerechnet ein Ort sein, wo man von dieser Konsum, von diesem Angebot irgendwie nicht betroffen ist? Ja, die Frage ist ja, über wen reden wir da? Wenn wir über Jugendliche reden, die keinen großen Geldbeutel haben, die nicht viel Budget zur Verfügung haben, dann freuen die sich, wenn die Orte vorfinden, wo es spannend ist, wo sie Angebote haben, aber wo sie nicht konsumieren müssen. Okay. Also in der City-Galerie sehen Sie eben da in den Verkehrsflächen sind Bänke, da halten sich Leute auf, die müssen da nicht konsumieren, da kann man sich einfach treffen. Auf dem Dorf sind das die Bushaltestellen, wo sich Jugendliche treffen. Das heißt also, es braucht eigentlich Räume, in denen man sich treffen kann, gerade wenn man nicht so viel Geld hat, in denen man sich treffen kann, wo man interessante Angebote kriegt. Für Jugendliche kann man sich eine ganze Menge denken, gerade in diesem Bereich Gaming. Aber wo sie nicht konsumieren müssen und wo sie sich einfach treffen und aufhalten können, aber gleichzeitig eben auch spannende Angebote bekommen. Und das ist, glaube ich, quer durch die ganze Bevölkerung so, dass der Zwang zum Konsum nicht da sein darf. Muss, kann, wie auch immer, soll. Okay. Mhm. Okay. Die Entscheidungen, wie es mit dem Bildungshaus weitergeht, das haben Sie uns erklärt, das ist eine politische Frage. Mhm. Mich würde noch interessieren, ist es auch eine politisierte Frage? Ich frage vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja mit dem Erstarken auch von Parteien, die sich eher an den Rändern des Spektrums abbilden, auch immer wieder
Zweifel daran bekommen, ob solche Angebote wirklich nötig sind, ob solche Angebote wirklich in dem Umfang nötig sind und auch ob diese Angebote wirklich so neutral sind, wie sie sein sollten. Ich glaube, da bewegt man sich auf einer Ebene, wo es letztlich um Einstellungen geht, Einstellung zu Bildung und wie wichtig Bildung ist. Von daher gesehen kann man sagen, das ist eine politisierte Frage, das war aber immer schon so, das hat sich noch nie geändert. Bildung war ja eine lange, lange Zeit exklusiv für eine bestimmte Gruppe in einer Gesellschaft. Wir leben also jetzt, nur die sich's leisten konnten. Die sich's leisten konnten, konnten ihre Kinder auf gute Schulen schicken. Wir sehen ja im Moment auch gerade wieder die Tendenz zu Privatschulen. Und wer organisiert sich Privatschulen? Das sind die, die sich's leisten können, weil sie sagen, unser staatliches Schulsystem ist, finde ich, jetzt nicht mehr attraktiv. Ich möchte, dass meine Kinder andere Chancen bekommen. Aber das sind die, die über Geld verfügen und über Macht verfügen, das tun zu können. Es ist doch wichtig, dass wir sozusagen in einer Wissens- und Informationsgesellschaft allen Menschen die Möglichkeit geben, Zugang zu Wissen und Information zu haben, damit sie eben teilhaben können an der Gesellschaft. Das ist das Wesentliche. Und das muss organisiert werden. Und, ist Ihnen schon mal jemand begegnet, der vielleicht sagt, na ja, Yoga, kann es nicht auch eine deutsche Sportart sein? Muss es immer dieser neue modische Kram sein? Die gibt es sicherlich, aber die Frage ist, an welchem Punkt man sich intensiv auseinandersetzt oder sagt, das ist ein Angebot, was existiert, das ist für Menschen interessant, das kann ich auch begründen, warum es wichtig ist. Ich kann es nicht reduzieren auf Nationales. Zum Beispiel, ja. Es ist jetzt nur eine Idee gewesen, Ich weiß, dass zum Beispiel ja Hochschulen sehr stark unter diesen Druck gesetzt worden sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, auch international, dass eben, sagen wir mal, gerade Parteien mit extremen Positionen der Ansicht sind, sie hätten ein neues Verständnis von Neutralität und dazu würde eben die Art, wie Neutralität bisher in Bildungseinrichtungen gemacht wird, eben nicht mehr passen. Aber mir geht es eigentlich weniger darum, ob jetzt einzelne Menschen vielleicht so an Sie herantreten und das sagen, sondern eher, ob das auch im politischen Rahmen schon irgendwie Sachen sind, die Sie erleben. Also wir selbst haben es noch nicht erlebt. Wir haben ja durchaus auch schon Angebote gemacht, wo wir uns nicht sicher waren, ob sozusagen von einem bestimmten Spektrum dann Reaktionen kommen. Das haben wir bislang Gott sei Dank noch nicht erlebt. Von daher gesehen ist es für mich keine abstrakte Frage, weil das natürlich auch im Raum steht, aber keine, wo wir jetzt tatsächlich schon konkrete Erfahrungen gesammelt haben. Abschließend würde mich interessieren, was wünschen Sie sich von der Stadt in Bezug auf das Bildungshaus? Von der Stadt wünsche ich mir sehr, sehr stark, dass der Gedanke des Bildungshauses weitergetragen wird und dass sozusagen das Bildungshaus als Gebäude weiterhin verfolgt wird und man sich davon nicht verabschiedet, weil zurzeit natürlich die finanzielle Situation so ist, dass das in der nächsten Zeit nicht realisierbar ist. Das ist mir völlig klar. Der Bildungshausgedanke, also die Errichtung des physischen Gebäudes, ist ja an dem Punkt in die Zukunftsliste gegangen, als wir Dieselgate hatten. Aber der Grundgedanke und die Grundidee dieses Bildungshauses ist aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht alleine zukunftsweisend, wie sozusagen Bildung sich auch organisiert und aufstellen kann in einer Kommune. Und von daher gesehen ist das natürlich mein großer Wunsch. Ich glaube, jeder würde sich wundern, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, dass das weiterhin aufrechterhalten wird und quasi auch verfolgt wird. Und was wünschen Sie sich von den Menschen in Wolfsburg? Dass sie weiterhin offen interessiert Bildungsangebote wahrnehmen und auch sichtbar machen, wie wichtig für sie unsere Einrichtung ist. Mit Volkshochschule, mit Bibliothek, mit Medienzentrum. Das war ja für uns auch eine sehr positive Erfahrung nach der Öffnung, nach dem Lockdown, wie positiv sozusagen die Reaktionen waren, dass es uns sozusagen auch mit dem physischen Angebot wieder gibt. Und das ist eigentlich das, was ich mir natürlich wünsche, dass es weiterhin auch aus der Bevölkerung heraus sichtbar wird, wie wichtig wir für sie sind. Okay, dann allerletzte Frage, Frau Rabowski. Sie trommeln natürlich für das Bildungshaus, weil Sie die Leiterin des Bildungshauses sind.
Wo könnte man Sie, bei welchen Angeboten des Bildungshauses könnte man Sie als Privatperson erleben, die da hingeht und sagt, jetzt nutze ich das auch selbst? Also ich habe ja eben schon mal das Beispiel gegeben, Japanisch. Also ich bin fasziniert von der japanischen Kultur und habe angefangen, Japanisch zu lernen. Von daher gesehen ist das zum Beispiel ein Bereich, in dem man mich finden kann, Sprachen, andere Länder, Kultur. Also wer Birgit Rabowski nicht nur als Leiterin des Bildungshauses erleben will, sondern auch als Nutzerin, der sollte sich vielleicht mal für einen Japanischkurs mit anmelden und kann dann gemeinsam mit ihr dort lernen. Frau Rabowski, herzlichen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen.